will Patrick 2,60 Euro. 2,60 Euro. Zahlt damit, dann seid ihr quitt. Ruckzuck ist einfach. Ja. Geld schnell und leicht per Handy senden. Mit Quitt, einer Funktion unserer App. Zur nächsten Pressekonferenz. Es geht schon wieder weiter. Kickers Offenbach gastiert beim VfB Stuttgart 2. Das Ganze morgen am Feiertag im Gazi-Stadion auf der Waldau. Und ja, ich darf begrüßen Marula Götz hier bei uns. Servus. Und den Cheftrainer Olli Reck. Hallo. Ja, ich will aber vorweg noch mal was sagen, weil wir ein paar Mal angesprochen wurden. Und unser Geschäftsführer hat sich ja schon mal eindeutig da positioniert. Es gab ja so ein paar Zwischenfälle auf der bzw. Unmutsbekundungen rechtsradikaler Art, was wir natürlich überhaupt nicht gutheißen können. Ich kann dazu Christopher Fiore nochmal zitieren. Die Täter wurden also beide gefasst, erfasst und die Fahne wurde auch konfisziert und es wurde auch ein Platzverweis ausgesprochen. Die Täter werden strafrechtlich und auch vereinseitig ein Verfahren durchlaufen müssen und wir vom UFC können und wollen sowas in keiner Form dulden. Politik hat hier oben im Stadion gerade in dieser Form nichts zu suchen. Wir werden das entsprechend auch nochmal in der Pressemeldung festhalten, nur dass das jetzt auch nochmal für alle klargestellt ist, so wie es der Geschäftsführer auch schon den einzelnen Pressevertretern eben mitgegeben hat. Jetzt kommen wir aber zum Sport, Aki. Ja, könnte ich mir vorstellen, so lustig ist es momentan gar nicht. Ergebnisse haben nicht so ganz gestimmt und für dich war es besonders unlustig. Du wolltest gerade so richtig rein und dann, korrigiere mich, wenn ich es falsch gesehen habe, und dann ist auch noch das 2:1 gefallen. Dann war es natürlich doppelt schwer. Ja, natürlich. Also es stand 1:1 und man war schon bereit zur Einwechslung. Und ja, kurz bevor ich reinkam, fällt das 2:1. Und aus meiner Sicht natürlich unglücklich und war dann halt immer schwer, das Spiel zu drehen, sag ich mal. Jetzt kann ich mir vorstellen, nach dem Spiel, da ist man natürlich erstmal down, weil das hat man sich alles ein bisschen anders gewünscht, anders vorgestellt. Gab es denn jetzt schon wieder eine Einheit oder hast du so den Eindruck, man krempelt jetzt die Ärmel hoch und will es mit, ja, irgendwie wieder so richtig anpacken? Ja, wir wissen natürlich, wir sind irgendwo enttäuscht natürlich. Wir hatten eine gute Ausgangssituation, also im Spiel und dann nach dem Spiel sind wir natürlich alle enttäuscht. Und gestern hatten wir das Auslaufen, Regeneration und da hat man sich natürlich ausgetauscht und über das Spiel nochmal aufgeregt. Aber heute sollte alles vergessen sein und auf morgen fokussieren. Und was kann und was sollte uns Hoffnung geben, dass es in Stuttgart ja sozusagen wieder ein Erfolgserlebnis gibt? Ich meine, wir haben ja durch die Mannschaftsleistung haben wir uns eigentlich schon mal so ausgezeichnet. Und in Stuttgart ist es halt die zweite Mannschaft von VfB und es wird natürlich nicht einfach sein. Es ist kein Spiel einfach für uns. Und ich denke halt, wenn wir da dran arbeiten, wo wir unsere Erfolge waren, dann werden wir auch in Stuttgart erfolgreich sein. Ja, dann danke ich dir erstmal. Olli, wie sieht das aus? Sind die Mundwinkel wieder hochgezogen und die langen Gesichter verflogen? Sind die Jungs wieder heiß aufs Spiel? Ja, es ist, glaube ich, wichtig nochmal zu sagen, dass die Mannschaft eigentlich alles probiert hat, auch in diesem Spiel wieder. Ne? Es ist ja so, dass wir nicht gegen irgendwen gewonnen haben, das muss man auch mal ganz klar verloren haben, sondern das muss man auch mal ganz klar sagen, gegen eine richtig gute Mannschaft. Und wir hatten in diesem Spiel die Chance auf 3 Punkte. Wir haben lange geführt, wir hatten viele Möglichkeiten in der zweiten Halbzeit, die wir uns gestern nochmal genau mit der Mannschaft zu Genüge geführt haben, wo wir die Chance haben auf ein zweites Tor. Gelingt uns in diesem Spiel das zweite Tor, geht dieses Spiel, glaube ich, ganz, ganz anders aus. Aber wenn, kann man nicht sagen, es ist so eingetroffen, leider gegen uns. Und jetzt geht es darum, wieder die Mannschaft aufzurichten, wieder nach vorne zu schauen, gestärkt wieder in das nächste Spiel zu gehen. Und ich kann Ihnen eins sagen, wir werden auch wieder versuchen, morgen in Stuttgart alles reinzuschmeißen in so ein Spiel. Das muss man gegen jeden Gegner. Und es ist, glaube ich, enorm wichtig, dass man auch wieder ein Zeichen setzt, dass man wieder
den Zuschauern das Gefühl gibt, oh ja, die Mannschaft ist doch dabei, die lebt wieder, die atmet einmal tief durch und es geht weiter. Und genauso sehen wir das auch. Wir wollen auch versuchen, morgen in Stuttgart wieder, das müssen wir auch, eine optimale Leistung abzuliefern, in beide Richtungen zu arbeiten. Das ist einfach wichtig, um auch dort zu bestehen. Dieser VfB, der ist auch schwer einzuschätzen. Mal gewinnen sie, mal verlieren sie. Also es ist noch nicht so richtig klar, wo es hingeht mit denen. Gut bestückte Mannschaft, ne? Mit Krikic, der jetzt oben gespielt hat. Viele Jungs, die eigentlich auch oben schon dabei waren. Auch wieder die Mannschaft auch wieder aufgefüllt von oben. Also das ist so eine Aktion, wo auch wieder morgen passieren kann. Aber das hat nichts mit unserem Spiel zu tun. Also wir sind auf alles vorbereitet. Wer da spielt beim VfB, macht uns nichts aus. Eine besondere Situation. Und wir müssen sehen, dass wir wieder in die Spur kommen mit Arbeiten gegen den Ball, defensiv gestärkt sein, offensiv Aktionen mutig nach vorne vortragen, auch immer wieder die Chancenmöglichkeiten selbst zu machen, Tore zu erzielen wollen im Konter oder auch nicht im Konter. In der Standardsituation würde uns mal helfen, so ein Tor wäre mal wichtig wieder. Also viele Situationen, die wir jetzt versuchen wieder anzupacken, das wird wichtig sein im morgigen Spiel. Jetzt musstest du ja verletzungsbedingt immer auch ein bisschen wechseln, ändern, die Formation ändern. Wie sieht es denn da jetzt aus? Wer steht dir zur Verfügung? Bis auf Danny Schulte und Niklas Hechtzirbel, die beide nicht dabei sind, denke ich, dass alle dabei sind. Wir schauen bei Trent Hodge, habe ich auch nach dem Spiel gesagt, muss man abwarten. Wir werden heute trainieren und schauen, wie es dem Trent geht. Wir werden natürlich kein Risiko eingehen, aber wenn Trent spielen kann, wird er spielen. Weil er einfach für uns auch ein wichtiger Spieler ist, aber schlussendlich muss er auch fit sein. Das werden wir dann heute schauen, wie es ihm nach dem Training geht. Wie muss man sich so eine Trainingseinheit jetzt vorstellen, wenn so viele Spieleinheiten auch da sind? Dann muss man ein bisschen runterfahren, dosieren. Auch heute haben wir uns wieder etwas Neues ausgedacht. Die Jungs werden das dann kennenlernen. Wir versuchen dann auch mal einen Schuss Lockerheit wieder mit reinzunehmen. Es ist einfach wichtig, dass die Jungs auch mit einem gewissen Lächeln auf dem Trainingsplatz stehen und das auch versuchen ernst zu nehmen, trotzdem die Konzentration hochzuhalten, weil es natürlich auch morgen wichtig sein wird, dass wir gerade in der Spieleröffnung, in dem Ankurbeln unserer Angriffe ohne Fehler behaftet sein müssen. Das ist wichtig. Aus diesem Grunde auch das Training heute ein bisschen drauf ausgelegt ist. Aber so ein Fun-Faktor gehört manchmal dazu, den werden wir heute einbauen und damit die Jungs auch wieder ein bisschen lachen dürfen. Also mehr willst du nicht verraten, was das heißt. Nein. Okay, alles klar. Die Jungs werden das dann schon spüren. Okay, wunderbar. Dann danke erstmal für die ersten Statements. Ihre Fragen bitte. Bitte. Frage an Oliver Reck. Eine Frage, wie hoch besteht die Chance, dass Luca Dehn und Varol Akgüs von Anfang an spielen können morgen? Ja, Aki sitzt ja hier, der ist ja fit. Er hat ja zum Beispiel in Mannheim auch von Anfang an gespielt. War jetzt so gedacht, als Spieler, den wir dann reinschmeißen, der nochmal ein bisschen was belebt. Das war ja gerade die Frage von Lars, 1-1, ne? Da stand es 1-1, wir haben uns erhofft mit dieser Einwechslung, dass der Aki ist ja immer in der Lage, aus einer Situation noch ein Tor zu erzielen, gerade in der Box, hatte dann auch noch eine gute Möglichkeit zum Ende des Spiels. Also Aki ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Junge, ne? Und der sich hier wirklich in den ersten Wochen, Monaten total super eingefügt hat. Wir wissen seine Herangehensweise, dass er nebenbei arbeitet, aber das haben wir, glaube ich, ganz gut im Griff. Und trotzdem ist er für uns ein ganz wichtiger Baustein. Luca ist jetzt ein Bestandteil unseres Teams, der kann immer spielen, der war jetzt im Kader zum ersten Mal. Trotzdem muss man sehen, wer spielt auf der linken Innenseite, also ist Benny Kirchhoff, den muss er verdrängen, oder jetzt Theo vielleicht in der Notsituation, aber eigentlich ist ein linker Innenverteidiger. Und da haben wir mit Benny Kirchhoff und mit Stefano Mai im Moment unsere zwei, die das, glaube ich, ganz gut machen. Und auch in dem letzten Spiel gegen Saarbrücken haben sie es gut verteidigt. Also da wissen wir schon, wen wir da haben und auf wen wir da im Moment vertrauen. Mhm. Gibt es weiter? Bitte schön. Frage an Oliver Reck. Sie haben eben erklärt, wie Sie das Spiel gegen Stuttgart in etwa angehen möchten. Sehen Sie dieses Spiel dann schon als eine Art Schlüsselspiel, was vielleicht dann die Wende bringen soll? Wende zu was? Aus dieser vielleicht, heute ist ja ein bisschen betitelt Talsohle, das habe ich auch so ein bisschen benutzt, dieses Wort, aber wir haben jetzt in der Liga und im Pokal 3 Spiele nicht gewonnen, das ist richtig. Aber wir haben in diesen 3 Spielen nicht enttäuscht. Das muss man auch sehen. Also wir haben vielleicht nicht die richtigen Ergebnisse erzielt und auch nicht konstant über 90 Minuten immer, sag ich mal, fehlerlos agiert. Und wir müssen versuchen, gerade in diesem Spiel gegen VfB Stuttgart 2 mit einer
Mannschaft, alle zweiten Mannschaften in unserer Liga sind technisch, taktisch auf einem sehr, sehr guten Niveau. Da muss man bestehen, da muss man versuchen, seine Fehlerquote zu minimieren. Und man muss probieren, auch immer wieder Akzente nach vorne zu setzen. Und das wird in diesem Spiel enorm wichtig sein. Also gegen eine gute Mannschaft einfach auch unser Spiel wieder, das ist wichtig, zu zeigen, dass wir auch nach vorne in Aktion haben. Also wir hatten im Rückspiel, jetzt in dem Spiel, zum Beispiel in der zweiten Halbzeit gegen Saarbrücken, gefühlt 5, 6 Möglichkeiten, wo wir Tore erzielen können. Und die müssen wir dann auch konsequent ausnutzen. Gibt es weitere Fragen? Noch eine, bitte. Ja, dann vielleicht noch einmal an Oliver Reck. Herr Kissner hat am Anfang angesprochen, was es im letzten Spiel von Fanseiten vielleicht für unschöne Szenen gab. Haben Sie da eine persönliche Botschaft an solche Fans? Ja, wir wollen damit nichts zu tun haben. Der Verein hat sich klar dagegen oder dafür positioniert. Und da schließe ich mich natürlich 100% der Situation an. Also das hat hier in diesem Stadion nichts verloren. Danke. Weitere Fragen? Ist nicht der Fall, dann wünschen wir unseren Jungs viel Glück morgen auf der Waldau. Dankeschön.